Ihr habt sicher schon von der angeblichen Affäre von Prinz William mit Rose Hanbury gehört. Der königliche Skandal ist schon seit Anfang 2019 überall in den Boulevardblättern zu lesen. Doch sind die Gerüchte über den Ehemann von Kate Middleton wirklich wahr? Die Nachricht von Williams angeblicher Affäre mit Rose Hanbury wurde zum ersten Mal im April 2019 berichtet. Doch schon vorher machten Gerüchte über Untreue die Runde. Berichten zufolge begann die angebliche Affäre von Prinz William, als seine Frau Kate Middleton mit ihrem dritten Kind, Prinz Louis, schwanger war, das am 23. April 2018 geboren wurde. Wenn das stimmt, bedeutet das, dass zu dem Zeitpunkt, als die Presse den potenziellen Skandal aufgriff, mindestens ein Jahr vergangen war, seit die angebliche Affäre stattfand. Eine anonyme Quelle erzählte InTouch, dass er von seiner Frau damit konfrontiert wurde. William hat nur gelacht und gesagt, dass da nichts dran sei. Was die Frage angeht, ob es wirklich Ärger im Paradies gab, sagte die Quelle von InTouch dem Magazin, sie kommen als perfektes Paar rüber, welches nichts falsch machen kann. Doch die Realität ist, dass die meisten Paare ihre Probleme haben und William und Kate sind da nicht anders. Die Beziehung zwischen Prinz William und Kate Middleton reichte bis in die frühen 2000er Jahre zurück. Die beiden freundeten sich im ersten Jahr ihres Studiums an der Universität von St. Andrews im Jahr 2001 an. Und im Jahr 2003 begannen die beiden sich zu daten. 2007 hatten Kate und William eine schwierige Phase und trennten sich kurzzeitig. Während der Trennung wurde Prinz William unterstellt, dass es ihm mit Middleton nicht ernst sei und er noch nicht bereit sei, sich niederzulassen. Eine anonyme Quelle erzählte der Daily Mail, er hatte schon immer ein schweifendes Auge. Viel mehr als Harry, der Playboy der Familie sein soll. Kate hat das immer gewusst und akzeptiert, dass es Teil des Deals ist, wenn man so will. Ich denke, in dieser Hinsicht wäre sie die perfekte Prinzessin von Wales gewesen. Trotz der Gerüchte kam der Prinz nur ein paar Monate nach der Trennung wieder mit Kate zusammen. I, William Arthur Philip Louis. Take thee, Catherine Elizabeth. Take thee, Catherine Elizabeth. To my wedded wife. To my wedded wife. Vor dem Beginn des Skandals schienen Rose Hanbury und Kate Middleton befreundet zu sein. Ein Artikel des Magazins Hello aus dem Jahr 2016 beschrieb Hanbury als Freundin der Herzogin und enthüllte, dass Hanbury und ihr Ehemann David, der 7. Marquis aus Cholmondeley, nur ca. 5 Kilometer von Kates und Williams Residenz in Norfolk, Armour Hall, entfernt wohnte. Vor der angeblichen Affäre standen sich die beiden Paare angeblich sehr nahe, verabredeten sich zum Spielen mit ihren Kindern und besuchten sogar gemeinsam Hochzeiten. Eine Quelle sagte der Sun, der Hintergrund von William und David ist ähnlich. Während Kates und Roses Leben an einem ähnlichen Punkt war. Hanbury und die Herzogin sollen sich durch ihre Liebe zu Bio-Lebensmitteln verbunden gefühlt und häufig über die Erziehung ihrer Kinder gesprochen haben. Außerdem gab es Berichten zufolge viele gemeinsame Dinnerpartys. Obwohl Prinz William angeblich bestritt, eine Affäre mit Rose Hanbury zu haben, als er mit den Gerüchten konfrontiert wurde, soll Kate Middleton Maßnahmen ergriffen haben. Angeblich forderte die Herzogin von Cambridge ihren Mann auf, sich nicht mehr mit den Hanburys zu treffen. Gegenüber InTouch berichtete eine Quelle, Kate sieht ihre Freundschaft jetzt in einem ganz anderen Licht. The Sun behauptete außerdem, dass der Riss zwischen den beiden Frauen noch viel tiefer ging, wie die Quelle angab. Es ist allgemein bekannt, dass Kate und Rose einen schrecklichen Streit hatten. Sie standen sich früher sehr nahe, doch das ist jetzt nicht mehr der Fall. William will den Friedensstifter spielen, damit die beiden Paare Freunde bleiben können, da sie so nahe beieinander wohnen und viele gemeinsame Freunde haben. Doch Kate hat deutlich gemacht, dass sie die beiden nicht mehr sehen will und möchte, dass William sie trotz ihres gesellschaftlichen Status aus seinem Leben ausschließt. Nachdem InTouch die Gerüchte über die Affäre publik gemacht hatte, berichteten andere Magazine, dass die königliche Ehe angeschlagen sei, eine Scheidung des Paares aber nicht in Frage komme. Manche könnten die Entscheidung des Paares zusammenzubleiben als Beweis dafür interpretieren, dass nichts passiert ist oder dass Middleton ihrem Mann verziehen hat. Andere hingegen meinen, dass das Paar zusammenblieb, weil Queen Elizabeth II. Weitere Skandale in der Familie vermeiden wollte. Im Jahr 2006 berichtete der Sunday Express, dass die Queen einem Palastmitarbeiter zufolge ihrem Enkel gesagt haben soll, er solle sich seine Braut sorgfältig aussuchen, da es schon zu viele königliche Scheidungen gegeben habe. Sollte das Gespräch wirklich stattgefunden haben, bezog sich die Queen wahrscheinlich auf die Scheidung von Prinz Williams eigenen Eltern, Prinz Charles und Prinzessin Diana. Nur eines der Kinder von Queen Elizabeth, Prinz Edward, ist mit seiner ersten Frau verheiratet geblieben. Obwohl Prinz William die Gerüchte dementiert haben soll, drohten seine Anwälte mit rechtlichen Schritten gegen die Medien, die diese Gerüchte verbreiteten. Wie The Daily Beast veröffentlichte, wurde mindestens eine britische Zeitung von einer Anwaltskanzlei, die im Auftrag des Königshauses arbeitet, abgemahnt, nachdem die Presse über die angebliche Affäre informierte. In der Abmahnung hieß es laut der Website, die Veröffentlichung falscher Vermutungen über das Privatleben unserer Mandanten ist nicht nur falsch und äußerst schädlich, sondern stellt auch eine Verletzung seiner Privatsphäre gemäß Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention dar. Der ehemalige königliche Redakteur von The Sun, Duncan Lacombe, sagte gegenüber The Daily Beast, die Verwendung eines juristischen Schreibens durch William als zukünftiger König ist ein letzter Ausweg. Wenn die Geschichten, dass Kate Rose kaltgestellt hat, wahr sind, dann muss der Grund für den Streit sehr ernst gewesen sein. Traditionell würde das britische Königshaus keine speziellen rechtlichen Schritte einleiten. William und Harry sind bereit, dies auf ihre Weise zu tun.
Die scheinbar solide Beziehung zwischen Prinz William und Kate Middleton macht es schwer zu glauben, dass er jemals fremdgehen würde. Mit einer wunderschönen Frau und drei hinreißenden Kindern scheint der Prinz wie in einem echten Märchen zu leben. Rose Hanburys Leben könnte jedoch nicht ganz so märchenhaft sein. Während Kate und William altersmäßig nah beieinander liegen und sich seit ihrer Jugend kennen, ist Hanburys Mann viel älter. Durch den Altersunterschied von 23 Jahren gehören sie sogar verschiedenen Generationen an. Denn Hanbury ist ein Millennial, während ihr Mann eher zu den Boomern gehört. Das bedeutet auch, dass ihre Ehe statistisch gesehen eher mit einer Scheidung enden wird. Eine Quelle berichtete The Sun über die Ehe, David Cholmondeley ließ durchsickern, dass er getrunken hatte, dass Rose weiß, was die Leute über sie und William sagen. Und es scheint, dass Roses Ehe heutzutage weniger romantisch ist. Er ist viel älter als sie und sie haben unterschiedliche Interessen. Im Juni 2019 wurde den Gerüchten um eine Affäre neues Leben eingehaucht, als Hanbury zusammen mit ihrem Mann bei einem Staatsbankett für Donald Trump im Buckingham Palace erschien. Doch der gemeinsame Auftritt des Paares wurde in Frage gestellt, da Hanbury ihren Ehering nicht trug. Eine Quelle erzählte angeblich der Daily Mail, die Leute machen sich Sorgen um sie. Die treuesten Freunde halten zu ihr, manche aber auch nicht. Dazu kommt noch, dass ihr Mann mehr abwesend als anwesend ist. Es war eine einsame Zeit. Es ist zwar möglich, dass Hanbury Eheprobleme hatte, aber es könnte auch sein, dass sie ihren Ring anpassen oder reinigen ließ. Bevor sie zum Freundeskreis von Kate Middleton gehörte, arbeitete Rose Hanbury als Model und stand bei Storm unter Vertrag, derselben Agentur, die auch Kate Moss entdeckte. Laut der Zeitschrift Hello heiratete Hanbury 2009, als sie mit ihrem ersten Kind schwanger war. Zum Zeitpunkt ihrer Heirat galt David Cholmondeley als einer der begehrtesten Junggesellen in England. Und obwohl Hanbury durch die Heirat den Titel einer Marchioness erhielt, hatte sie bereits aristokratische Wurzeln. Ihre Großmutter war eng mit der Großmutter von Prinz William, der Queen, befreundet und diente als Brautjungfer bei der Hochzeit der Monarchin mit Prinz Philip im Jahr 1947, wie People berichtete. Obwohl Hanbury nicht Teil der Hochzeitsgesellschaft war, als Prinz William 2011 heiratete, war sie offenbar bei dem königlichen Ereignis anwesend. Laut Daily Mail geht die Freundschaft zwischen den beiden Paaren sogar über Spielkameraden und Dinnerpartys hinaus. Und Rose Hanbury und Kate Middleton seien nicht die einzigen, denen eine eigene persönliche Freundschaft nachgesagt wurde. Auch Prinz William und David Cholmondeley sollen sich vor dem angeblichen Zerwürfnis sehr nahe gestanden haben. Tatsächlich reicht Cholmondeleys Beziehung zur königlichen Familie sogar noch weiter zurück als die zum Prinzen. Der Marquis ist auch ein enger Freund von Williams Vater, Prinz Charles. Außerdem hat er eine wichtige Verbindung zur Queen. Im Alter von 14 Jahren wurde Cholmondeley von Queen Elizabeth II. Der Titel Page of Honor verliehen und dient außerdem als Lord Great Chamberlain, der jedes Jahr offizielle königliche Aufgaben wahrnimmt. Es ist durchaus möglich, dass es sich bei den Gerüchten über eine Affäre nur um ein bösartiges Gerücht handelt, das außer Kontrolle geraten ist. Und es wäre nicht das erste Mal, dass die Boulevardpresse versucht, Rose Hanbury und Kate Middleton gegeneinander auszuspielen. Im Jahr 2016 deutete die Daily Mail sogar an, dass die beiden Freundinnen miteinander verfeindet seien und behauptete, dass Hanburys verschwenderischer Lebensstil sie sogar noch beneidenswerter machen würde als die Herzogin von Cambridge. Doch im März 2019, kurz bevor die Presse die Gerüchte über die Affäre veröffentlichte, sagte eine Quelle der The Sun, diese verletzenden Gerüchte über ein Zerwürfnis sind einfach falsch. William und David standen am Wochenende miteinander in Kontakt und wussten nicht, ob sie lachen oder sich beschweren sollten. Beide Ehefrauen sind verletzt von der Andeutung, dass es irgendeinen Streit oder gar eine gewisse Kälte zwischen ihnen gibt. Sie haben Pläne für zukünftige Veranstaltungen, die ihre Wohltätigkeitsorganisation betreffen. Unterdessen sagte die Quelle der Daily Mail, beide Paare haben gelacht, als die Geschichte zum ersten Mal achtlos in Umlauf gebracht und endlos wiederholt wurde, obwohl sie offensichtlich nicht wahr ist. Als immer mehr Leute es weitergaben, hat es sich verselbstständigt und ist nun verletzend und toxisch geworden. Einem Bericht zufolge glaubt Kate Middleton nicht wirklich an die Gerüchte über die Untreue ihres Mannes. Es wird sogar behauptet, dass die Herzogin von Cambridge sich von Rose Hanbury distanziert, um die Gerüchte aus der Welt zu schaffen und der Presse keine Gelegenheit zu geben, sie zusammen zu fotografieren. Eine anonyme Quelle erzählte Hollywood Life, Kate und William ignorieren normalerweise diese Art von bösen Gerüchten. Doch dieses hat sie wirklich erschüttert. Deshalb sind Anwälte eingeschaltet. Das Gerücht ist so hässlich und so falsch, dass sie es nicht einfach ignorieren konnten. Und es tut nicht nur ihnen weh. Sie machen sich auch große Sorgen um Rose. Sie ist eine verheiratete Frau mit Kindern. Und sie ist diese Art von öffentlicher Aufmerksamkeit nicht gewöhnt. Sie ist nicht nur mit Kate befreundet, sondern auch mit der ganzen Familie. Deshalb ist das für alle sehr beunruhigend. Die Quelle stellte auch klar, dass die Herzogin von Cambridge eine ziemlich dicke Haut hat, wenn es um Gerüchte in der Presse geht, und sagte zu Hollywood Life, glücklicherweise ist Kate außerordentlich stark. Sie ist so gut darin, sich über solche Dinge hinwegzusetzen. Sie vertraut William und will den Gerüchten keine Aufmerksamkeit schenken. Abgesehen davon, dass Prinz Williams Anwälte die Presse gewarnt haben, sich zurückzuhalten, hat die königliche Familie zu der spektakulären Affäre und dem angeblichen Zerwürfnis zwischen Rose Hanbury und Kate Middleton geschwiegen.
Auch Hanburys Familie weigert sich, die Gerüchte weiter anzuheizen und meidet die Presse. Kurz vor Bekanntwerden der angeblichen Affäre fragte die Scottish Mail on Sunday Hanburys Eltern nach dem angeblichen Zerwürfnis zwischen den Royals. Hanburys Vater soll der Zeitung geantwortet haben: "Dazu gibt es nichts zu sagen. Habe keinen Kommentar." Es gibt keinen Kommentar. Rose hat zu den Affärengerüchten geschwiegen. Ein Repräsentant der Cholmondeley Lace sagte jedoch in einer Erklärung gegenüber der International Business Times: "Es gibt keine Grundlage für irgendeinen der erschienenen Boulevardartikel. Dazu gibt es nichts weiter zu sagen." In Anbetracht der Tatsache, dass Rose Anfang 2020 mit Kate und William die Kirche besuchte, scheint es, dass die ehemaligen Freunde ihre Differenzen beiseite gelegt haben. Doch die Wahrheit über die angebliche Beziehung von Prinz William zu Rose Hanbury werden wir wohl nie erfahren.